Da oben. Da oben ist die Fabrik. Da gehen wir nicht hoch. Noch nicht. Da war mir zu viel los. Okay, und hier haben wir die nächste Stadt. Ich habe nur noch 3 Schrotkugeln. Oh, werden da jemanden aufgehangen? Seht ihr das da oben? Oh, okay. Hier sind welche. Ich frage, Freund oder Feinde? Oh, es sind Feinde. Oh, okay. Wer hat denn da was gespürt? Oh, wer sprengt denn hier? Wer zum Geier sprengt denn hier? Was ist denn hier los? Irgendjemand warte mal. Irgendjemand hat doch hier gesprengt. Torso macht den meisten Schaden. Okay. Ey. Oh, oh. Komm mal weg da, Dogmeat. Dogmeat, komm mal weg, komm mal weg, komm mal weg. Das Ding explodiert vermutlich. Ja. Damn it. Ich weiß nicht, was wir hier für ein Chaos anrichten. Wow. Mehr Ghule? Bin null Ahnung, warum hier so College Square. Und ich höre immer noch Gegner. Also hier ist einiges los, aber ich weiß nicht, woher es kommt oder wer schuld ist. Wer hat's verbrochen? So viel. Oh, damn it! Okay, ja, könnte ich auch mal treffen? Wäre awesome, ey. Ich habe heute eine Treffsicherheit, das ist der Wahnsinn. Ich könnte mir mal ein Stimpack reinkloppen. Habe ich nicht auch ein Red Away drin? Nee, momentan nicht. Vielleicht mal das Inventar durchgehen. Ach, jetzt. Verdammt. Jetzt habe ich ein zweites. Sekunde. Muss mal eben. So. Okay. Keine Infos oder irgendwas. Ich möchte natürlich schon wissen, wo wir hier sind und was hier für so viele Ghule gesorgt hat. Alter, Computer geht nicht mehr. Ja, alles kaputt. Man denkt immer, wenn so viele Gegner kommen, dass hier irgendwo was Gutes sein müsste. Aber bisher doch eher enttäuschend. Du bist tot. Oh, du hast... Oh. Alter, ich habe so viel Rüstung gerade. Das ist der Wahnsinn. Oh, das sieht doch hier nett aus. Komm, hier muss was Gutes drin sein. Komm, in der Kiste. Ich habe so ein Gefühl... Oh, Splittergranate, Molotow, Splittermine. I like it. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt, beste Entscheidung unseres Lebens ist, dass wir uns hier in so ein... Also, wenn wir hier solche krassen Sachen finden, wir könnten tatsächlich mal schauen, was wir bisher gefunden haben. Vielleicht haben wir tatsächlich einigermaßen gute Sachen gefunden. Gerade was Inventar betrifft, das ist alles nicht besser. Das Schöne finde ich, dass uns jetzt halt angezeigt wird, was das für Stats bewirkt. Also ihr seht das ja unten rechts, dass hier zum Beispiel Minuszeichen gezeigt werden. Das heißt, das zeigt mir direkt, okay, das ist schlechter. Das ist schlecht. Oh, das hier ist besser. Also wir können die einzelnen Teile der Rüstung natürlich wechseln. Die Sackkapuze mit Schläuchen ziehen wir mal an. Die ist zwar nicht schön, aber... wobei, nee, machen wir so. So, das hier gibt's eine Sturmgasmaske. Ich sehe gerne mein Gesicht in Zwischensequenzen, aber ich denke, das macht gerade Sinn. Oh, okay, hier haben wir die Powerrüstung. Teile davon zumindest. Ich bin mir nicht sicher, kann ich den Vault-Anzug... Legt der den Rest dann ab, oder... Nee, den kann ich drunter ziehen, sehr schön. Wobei, die Raider-Rüstung hier ist besser. Lederrüstung, rechtes Bein mit Taschen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, jetzt tragen wir nämlich die Vault-Rüstung drunter. Das finde ich sehr praktisch. So. Habe ich irgendwas an guten, besseren Waffen schon mitgenommen? Das kann ich nochmal eben kurz gucken. Ich habe so viele Waffen eingesammelt bisher, weil die Schrotflinte... Oh, das ist eine bessere Schrotflinte. Die macht 45 Schaden. I like it. Können wir direkt mal in Favoriten-Slot reinlegen. Jetzt... Nee, habe ich nämlich nicht. Jetzt ist sie drin.
Was haben wir denn noch? Wir können den Molotow mal da lassen. Schlagring, Splittergranate. Könnten wir uns auch mal zumindest auf den Favoritenslot legen. Gleiches gilt für den Molotow. Oh, die ist auch nicht so super schlecht. Die Pistole, die habe ich selber, glaube ich, abgegradet. Schlagstock packen wir mal da rein. Okay. Gut. Können wir mal gucken. Unsere neue Schrotflinte. Ich werde jetzt mal speichern. Mir werden mehrere Sachen auf der Karte angezeigt. Ich meine, mein Hauptziel ist natürlich immer noch irgendwo nach Diamond City relativ schnell zu kommen. Aber da sind wir, glaube ich, noch ein ganzes Stück von entfernt. Mal gucken. Wir müssen eh bei dem Fluss drüber, wurde uns gesagt. Über den Fluss. Dann kommt Diamond City. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung. Oh, okay. Mehr Zombie, mehr Ghule. Oh. Okay, ich bin so treffsicher, das ist der Wahnsinn. Okay, Jungs. Oh, ich habe keine Munition mehr. Zack. Oh, oh. Bevor die Dog mich platt machen, muss ich jetzt mal eingreifen. So, du kriegst einen Treffer ab und... Du kriegst einen Treffer ab. Okay. So, zwei erledigt. Oh, Dogmeat ist down. Natürlich unschön. Okay, was ist hier ein Gegner? Kommst du ja Wahnsinn. Dogmeat, keine Sorge. Da, Stampack für dich, Buddy. Das meiste hältst du bisher nicht aus. Geh, coole mit einer Zigarette. Sind die nicht verbrannt genug? Müssen die echt noch anders qualmen? Warte mal, den habe ich noch nicht geplündert. Impro-Pistole. Boah, ich finde hier so viel Rüstung. Das ist der Wahnsinn. Gut, wir gehen mal weiter in die Richtung. Da vorne ist nicht irgendein Symbol, was nach Polizei aussieht. Wir gehen da mal hin. Haben wir vielleicht irgendwie eine gute Polizei... So eine Sicherheitsstation, wo wir uns Rüstung holen können oder irgendwas. Kühlschränke. Keine Nuka-Cola drin. Schade. Oh, hier wird irgendwo geschossen. Hört ihr es? Oh, was ist denn da los? Was ist denn da los? Wie können wir jetzt sammeln? Ich weiß nicht, dass ich auf mich bald. Sekunde, zur Sicherheit. Speichere ich mal eben kurz. Dann gehen wir da mal runter. Ob wir den Jungs helfen können oder. Polizeirevier Cambridge. Okay, das sieht gut aus. Sekunde, das heißt, ich stecke meine Waffe mal weg. Und hoffe, die greifen mich nicht an. Oh. Vielleicht muss ich auch helfen. Okay, was halten die denn so viel aus, teilweise, Ghule? Oh, Gesundheit ist niedrig. Da kommen noch mehr. Ich gehe mal rein, ne? Oh, kann ich nicht. Ich halte mich mal. Warte mal, wir können Stimpack mal einwerfen. So, waren das jetzt alle? Oder kommt da noch mehr? Töte sie alle, Eindringlinge. Okay, wie viele Wellen kommen denn hier? Sekunde, wir haben doch einen Molotow. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich den Molotow werfe, wäre das fantastisch. Waren das jetzt alle oder kommt da noch mehr? Oh, hilft den Soldaten. So, Paladin Dance. Hi. Wir sind für die Hilfe dankbar, Zivilist. Aber was willst du hier? Ich bin Kammerjäger. Ich habe gehört, dass ihr ein Problem mit wilden Ghulen habt. Meinen Fragen auszuweichen, ist ein sicherer Weg, von unserem Gelände zu fliegen. Kommst du aus einer der Siedlungen in der Gegend? Ich komme aus Sanctuary Hills. Das liegt hinter Concord. Ich kenne das Gebiet von unseren Karten, war aber selbst noch nicht dort. Es gibt dort nicht viel, das wir sammeln könnten. Wenn ich misstrauisch erscheine, dann nur, weil unsere Mission hier bisher sehr schwierig verlaufen ist. Seit dem Augenblick, als wir das Commonwealth erreicht haben, wurden wir fortwährend angegriffen. Wenn du uns weiter unterstützen willst, wir könnten eine weitere Knarre auf unserer Seite gut gebrauchen.
Das klingt so ein bisschen nach Fraktion, finde ich fast. Ich würde gerne helfen, aber ich hasse Geheimnisse. Wer bist du? Sag schon. Also gut. Ich bin Paladin Dance von der Sternen Bruderschaft. Das da drüben sind Gelehrte Halen und Ritter Rice. Wir sind auf einer Erkundungsmission. Aber mir fehlt ein Mann und wir haben nur noch wenig Vorräte. Ich habe versucht, ein Notsignal an meine Vorgesetzten zu schicken. Aber das Signal ist zu schwach. Sir, dürfte ich? Sprich, Halen. Ich habe den Funkturm auf dem Dach des Polizeireviers modifiziert, aber ich fürchte, das reicht noch nicht. Wir brauchen etwas, um das Signal zu verstärken. Unser Ziel ist ArcJet Systems. Dort finden wir die Technologie, die wir brauchen. Einen Hochleistungssender. Wir infiltrieren die Anlage, sichern den Sender und bringen ihn hierher zurück. Also, was sagst du? Bist du bereit, der Sternen Bruderschaft zu helfen? Was ist die Sternen Bruderschaft? Unser Orden will das Wesen der Technologie verstehen. Ihre Macht. Ihre Bedeutung für uns Menschen. Und wir kämpfen, um diese Macht vor denen zu schützen, die sie missbrauchen würden. Auf welche Weise hat die Menschheit Technologie missbraucht? Vor dem großen Krieg waren Wissenschaft und Technologie kein Segen mehr, sondern eher eine Belastung. Die Atombombe, genetisch erschaffene Krankheiten und das FEV sind nur einige Beispiele für die Schrecken, die der technologische Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir wollen dafür sorgen, dass sich so etwas niemals wiederholt. Klingt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, interessant, Ihr kämpft für eine gute Sache. Es freut mich, dass du das ebenso siehst. Es gibt nur wenige außerhalb der Bruderschaft, die verstehen, in welcher Gefahr wir als Spezies schweben. Also, was sagst du? Wirst du uns helfen? Lass uns keine Zeit verlieren. Auf geht's. Wunderbar. Ja, wir helfen mal. Wir sind gekommen, um zu helfen. Bevor wir aber losziehen, werde ich jetzt erstmal was essen, weil meine Gesundheit ist so niedrig momentan. So, wir werden mal... Habe ich nicht irgendwo noch gekochtes? Weil wir werden mal ein bisschen Wasser trinken. Fleisch und Bohnen essen. Gerne irgendwas, was ein bisschen mehr wiederherstellt. Eine Nuka-Cola können wir mal trinken. Ein Red Away mal einwerfen. Da werden wir 9 Stimpacks, weißt du, können wir auch mal eins reinhauen. So, okay. Hey, bring Reese nach drin und versorg seine Wunden. Ja, Sir. Reese, wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Aua. Dann mal los, Leute. Sehr geil. Okay, Großer. Gehen wir. Das klingt natürlich sehr geil, dass wir hier jetzt richtig coole Waffen kriegen. Das gefällt mir. Vielleicht können wir uns jetzt mal was richtig Schönes aussuchen. Wenn ich reinkommen würde, weil Dogmeat die ganze Zeit vor der Tür hockt. Komm ich nicht rein? Doch. Komm ich wohl. Wir können gleich auch mal mit dem Level Up wieder gucken, dass wir da uns was Vernünftiges kaufen, denn wir haben uns gerade wieder einen verdient. Macht auch immer Sinn. Ich bin mit den Perks noch so ein bisschen damit hin und her überlegen. Man möchte sich natürlich nicht verskillen. Kann die Waffe mal wegstecken. Bitterin brauchen wir die nicht. Also gehen wir uns mal umgucken. Warte, hier ist Computer. Benutzen wir mal. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Infos. Da steht eine Bruderschaft. Na gut, das, ich dachte, vielleicht hier wäre ein bisschen mehr Infos. Buff Out, Red X nehmen wir uns mit. Ich will die, wo ist deren Waffenstash? Den will ich haben. Also flickst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Die Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein schön gesagt. Mensch, Doc. Hör auf rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Vorkriegsgeld. Ja, ich dachte, der hat doch eigentlich gesagt, wir können unsere Waffen aufstocken. Bisher finde ich hier noch nichts. Doc, Miet, hast du was gefunden bisher? Oh, hier ist ein Safe. Oh, den kriege ich aber kaum entsperrt. Wir können es mal einmal... Das Schloss sieht stabil aus. Ja. Da ist mein Skill nicht gut genug für. Tja, ich sehe hier wirklich nirgendwo Waffen. Ich dachte erst, das hier wären Waffenstacks, aber... Au, okay. Oh, Zellen. Auch schon bessere Tage gesehen. Aha, Klammerbox. Oh, sehr schön. 7 gleich. First Aid Box, Stimpack... Mehr Wasser. Kombi-Schraubenschlüssel, da habe ich jetzt mittlerweile auch 5 von. Aluminiumkasten, Klebeband. Patronen. Aber ich dachte... Dobby, was hast du da? Ich dachte, wir würden irgendwo hier bessere Waffen kriegen.
Oh, ich trage zu viel, verdammt. Ich trage zu viel. Ja, wir haben zu viel Kleidung dabei. Ich muss mal ein bisschen was rauswerfen. Ich brauche nicht drei Versionen davon. Werfen wir mehr raus. Ich will ja auch neue Sachen aufnehmen. Machen wir so. So, aber hier ist immer nicht... Aber da kamen wir her. Na, gucken wir mal in anderen Räumen. Irgendwo muss es doch... Das sieht doch ganz gut aus da drüben. Das Problem ist immer, ich stecke alles ein. Kümmere mich kaum um die Konsequenzen. Dass man auch mal überladen sein könnte. Vielleicht soll ich wirklich das einnehmen, was Wind macht. Operation Wintersende. Das einstecken, was wirklich Sinn macht. Ein bisschen mehr drüber nachdenken und nicht einfach sinnlos alles einstecken, sagt er und steckt das Rattengift ein, ey. Und die Schraubenzieher. So, was haben wir hier? Wir haben uns Stimpack, Handschellen. Lala. Patronen sind sehr gut. Die brauche ich nämlich wirklich. Oh, was haben wir hier? Mehr Patronen. Molotovs. Impro-Pistole. Das klingt gut. Hosenträger nehmen wir auch mit. Kleidung nehme ich allgemein immer gerne mit. Militäruniform. Sehr cool. Sowas nehme ich dann tatsächlich ganz gerne mit. Und auch gerade diese Kleidungssachen, wenn man halt wie der letzte Idiot durch die Gegend laufen kann. jetzt muss ich natürlich nur wieder gucken, weil ich trage schon wieder zu viel. Das heißt, wir werden hier mal ein bisschen was ablegen. Wie gesagt, man braucht nicht alles dreifach. Okay. Da ist noch ein Computer. Gucken wir auch mal rein. Wenn wir erst hacken müssen, glaube ich. Ja. Gut, versuchen wir mal unser Glück. Unser erster Hackversuch hat ja nicht so super funktioniert, wenn ihr euch erinnert. Das war in diesem Museum der Freiheit. Versuchen wir es mal mit dem ersten Wort. Also mal vier Buchstaben, das heißt, das kann schon mal nicht sein. Oder? Ah ne, es sind vier Versuche. Okay, versuchen wir es mal mit. Durch. Wow, das war jetzt tatsächlich Glück. Das war direkt im ersten Anlauf das richtige Passwort erwischt haben. Vorsätzliche Gefährdung. In der Savatenkammer. Oh, hier, okay, hier steht drin, was die, gesammelt haben. Eine Tasche mit Überresten. Das ist natürlich interessant. Eine hohle Bandaufzeichnung haben wir. Holoband, okay. Das ist natürlich alles sehr interessant, die Infos, die wir hier kriegen. Denn hier sehen wir, was natürlich alles irgendwo drin ist. Trinken in der Öffentlichkeit, Einsatzbekleidung am Tatort zurückgelassen in der Asservatenkammer. Wir müssen in die Asservatenkammer. Warte mal, ich hätte gesagt, das ist die Asservatenkammer. Vermutlich. Da unterm Tisch. Coca-Cola, Tato. Ich vermute, das hier ist die Asservatenkammer. Also es sieht zumindest aus. Aber ich hätte jetzt echt erwartet, dass wir irgendwo Waffen finden. Bisher. Tja. Warte, was haben wir da? Benzinkanister. Bisher haben wir nicht so super viel Erfolg. Hier geht's zum Fuhrpark. Also wenn mir jemand sagt, du kannst dich mit Waffen ausrüsten, dann erwarte ich schon, dass ich mich mit Waffen ausrüsten kann. Und nicht mich durch irgendwelche alten Militäruniformen durchwühle. Aber gut. Es ist, wie es ist, ne? Leben ist kein Wunschkonzert. Im Fallout genauso wenig wie in der echten Welt, liebe Freunde. So. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, das Tor aufzumachen. Dogmeat hat etwas gefunden. Was hast du, Buddy? Ja, das Tor. Sekunde, ich will mal eben kurz gucken, was wir hier haben. Kleber, Malpinsel, Schraubenzieher, Kaffeekanne. Oh, mehr Patronen. Mehr Patronen. Eine Fusionszelle nehme ich auch mit. So, gut, ja, wir machen das Tor auf. Keine Sorge, Buddy. Geh's mal weg. Ich weiß nicht, ob das so clever ist. Nee, nee, wir machen mal Tor wieder zu. Buddy, care. dieser Hund. Es könnte so viel einfacher sein, wenn Dogmeat nicht immer in irgendwelchen Türen drin stehen würden. So, gut, ja gut, dann gehen wir mal mit dem Officer reden. Ich weiß, glaube nicht, dass hier mehr noch zu holen ist. Also ich war jetzt in allen Räumen drin. Oh, er hat sein Powersuit verlassen. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Entschuldigung, Paladin Dance. Bist du bereit?
Noch nicht. Dann mach hin, wir haben einen Job zu erledigen. Ja, das werden wir im nächsten Video tun. Ich dachte eigentlich, ich könnte hier noch irgendwo was Cooles looten, aber... Das, warte mal, hier sind Schrotpatronen. Inaktiver Notrufsender, Fusionszellen. Ja, es könnte natürlich auch Sinn machen, vielleicht mein Powersuit zu holen. Ich weiß ja nicht, was uns erwartet, aber gerade... Warte mal, hier war ich noch nicht, ne? Leere Milchflasche. Gerade natürlich gegen diese... Oh, hier geht's noch weiter. Gerade gegen diese Ghule macht es natürlich Sinn, mit dem Powersuit unterwegs zu sein, weil ich einfach viel mehr von denen ausschalten kann. Dann geht's hier aufs... Da geht's wieder in die Stadt rein. Okay. Ja, also hier ist doch nicht mehr zu holen.